befinde mich gerade in einem Bunker. Hier war der Bunkerwart. Da wurde noch mit Holz oder mit Kohle, vermutlich, wurde hier geheizt. Da ist richtig, seht ihr das? Das ist wie so eine Silberbeschichtung. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Es ist einfach ein bisschen, schon so ein bisschen spooky, ne? Und auch hier steht auch wieder Ruhe bewahren. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich befinde mich gerade in einem Bunker, und zwar im Ruhrgebiet. Wir sind bereits drin. Der Zustieg hier, der war nicht ganz so einfach. Ich habe leider während der Tour, die wir vorher hatten, meine große Taschenlampe leer gesaugt. Jetzt habe ich eine kleine mit. Ich hoffe, dass das Licht nicht flackert und dass es ausreicht. Wir gehen jetzt mal rein und gucken, was uns da drin noch erwartet. Viel Spaß mit dem neuen Video. Ja, hier kamen wir runter. Dann geht es hier um die Kurve. Hier steht schon das Wasser. Also noch habe ich trockene Füße. Ja, das Licht ist scheiße. Wo möchtest du hin? Rechts oder links rum? Sollen wir uns aufteilen? Meinst du? Ihr seht hier noch alte Bänke von früher. Das war ja quasi eine Bunkerzelle. Ihr seht hier die ganzen Stromleitungen und so, die sind hier noch drin. Da oben die Lüftung. Ich weiß nicht, ob hier vielleicht Abluft war oder ob das für Sauerstoffzuströmung da gedacht ist. Hier unten runter, das ist, glaube ich, tatsächlich sogar, genau, das ist eine Heizung. Das heißt, man kann die Dinger hier runterklappen. Ich kann es auch gerne mal versuchen, ob das funktioniert. Nee, ist fest. Vielleicht hat es auch irgendwo eine Verriegelung, aber ich will da jetzt nicht mit Gewalt dran ziehen. Und dann konnte man die runterklappen, setzt sich hin und hier unten das Ding floss dann warmes Wasser durch. Und dadurch hatte man hier dann eine Heizung. Ne? Hier ist noch eine alte Garderobe in der Ecke. Hier Toiletten. Boah, Endzeitstimmung, da haben wir es wieder. Hier riecht es ein bisschen nach Gas oder so. Hier ist dann noch eine Bank. Jetzt seht ihr die hier mal runtergeklappt. Hier ebenfalls. Hier befindet sich auch noch eine alte Kiste. Ich nehme an, dass das vielleicht sogar eine alte Munitionskiste ist. Steht aber nichts drauf. Nee. Hier sind noch alte Zeitungen. Ah, die sind an der Bank fest. Ich mache die jetzt nicht los. Ich hätte sie gerne mal gedreht. Irgendwo steht hier kurz und bündig. Ich sehe aber leider nicht, aus welchem Jahr die ist. Ganz alter Comic. Hier auch die komplette Lüftungsanlage. Oh, ich bin so geflasht hier, ich kann noch nicht mal richtig sprechen. Die ganze Lüftungsanlage, die ist noch hier. Hier ist auch noch mal so eine Zelle, wo die Bank runtergeklappt ist. Und auch an den Gängen halt waren ja überall mal diese Bänke. Ein paar sind noch da. Da hinten sind die Bänke weg. Ja, da ist auch keine mehr. Da war mal eine kleine. Die sind halt nicht mehr zugegen. Hier haben wir noch eine Zeitung. Mal gucken, ob ich hier irgendwie sehe,
von wann die ist. Nee. Doch, 2009, also noch nicht ganz so alt. Hier hängt eine andere Art von Lampe. Bisher hatten wir andere Lampen. Das ist jetzt mal eine andere Sorte, andere Aufbauart. Ich denke, dass das auch nicht die ist, die ursprünglich damals hier reingebaut wurde. Hier ist wieder ein Waschbereich. Auch mit einer Heizung hier unten. Hier haben die Wände auch verschiedene Farben, wahrscheinlich um einfach die Moral oben zu halten. Ja, ich glaube, ich sehe in der Kamera schon, dass das Licht flackert. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist, Leute. Wenn doch, es tut mir echt leid. Super ärgerlich, dass meine große Taschenlampe, der Akku leer ist. Dann sind sogar so ein bisschen Muster auf der, ich weiß nicht, ist das eine Tapete? Ja, ich glaube schon, das ist eine Tapete. Ja, hier haben wir nochmal so ein, oh, hier ist ein Bereich. Und nicht auch noch so eine alte Leuchte. Und dieser Bereich hier, der ist ein bisschen größer. Hier ist auch eine andere Heizung. Doch hier ist alles noch da. Die Rohre, die Leitungen, zumindest bis da oben. Hier sind wir jetzt in so einem separaten Bereich, der auch anscheinend nicht zu war. Auch noch ein Spülbecken. Und hier Steckdosen. Ist das ein Lichtdrucktaster? Nee, keine Ahnung. Hier ist auch wieder ein bisschen andere Tapete, anderes Muster. Hier hängt sogar noch ein Schlüssel. Ganz alte Leuchten. Boah, Leute, als ich gerade hier rausgegangen bin, habe ich gedacht, hier vorne in diesem Raum hätte jemand Striche an die Wand gemalt, wie lange er hier ist. Aber es ist auch wieder nur ein Tapetenmuster. Alles halt ein bisschen fröhlich da oben auch abgesetzt. Ich sag mal so mintgrün, dann hellgrün und oben halt weiß. Ich weiß nicht, ob man die Farben so über die Kamera so sieht, aber ich glaube doch, ja. Hier war der Bunkerwart. Das war also das Reich des Bunkerwarts hier. Hier haben wir Rauchen verboten noch an der Wand stehen. Oben drüber steht auch irgendwas, aber ich kann es nicht mehr lesen, was da steht. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Das hat man häufig in Bunkern, Ruhe halten oder Ruhe bewahren. Das habe ich auch schon häufiger gesehen, diesen Schriftzug. Häufig aber in altdeutscher Schrift. Das ist ja moderne Schrift. Ja, ansonsten sind die Zellen hier alle ziemlich gleich aufgebaut. Hier ist nochmal, okay, das ist nochmal ein anderer Raum jetzt hier. Ah, wie Wahnsinn, was hier oben aussieht, wo hier der Lack abblättert oder die Farbe. Und hier ist so eine richtig alte Stahltür. Da steht auch noch irgendwas drauf. Oh, hier geht's runter. Gause Meier Dortmund.
jetzt nicht mehr lesen, aber hier ist so eine Tür wie so eine Schleuse. Hier läuft sogar irgendeine Flüssigkeit raus. Hier ist so ein Loch in der Wand. Ich weiß nicht, was das für eine Funktion hat. Und hier ist dann nochmal separat ein Bereich. Hier auch wieder so eine Tür mit so einer Schleuse. Die ist auch wahrscheinlich deutlich dicker. Nee, doch nicht. Hier befindet sich die Lüftungsanlage. Super altes Ding. Wie der Rost hier, ich denke, das kann man sehr gut über die Kamera sehen. Boah, das ist ja so eine Rostbeschichtung, habe ich glaube ich selten gesehen. Ja Leute, hier haben wir nochmal zwei Kohleöfen. Also anscheinend wurde hier an mehreren Stellen geheizt. Super alte Dinger, Wahnsinn. Also wirklich, wirklich Wahnsinn. Und da vorne ist auch wieder so eine Rutsche. Da unten ist auch so ein Loch, wo was rausrutschen kann. Also ich bin mir ziemlich sicher, da oben ist auch noch eine Rutsche. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass durch diese Löcher damals die Kohlen runtergerutscht sind. Und die konnte man dann dementsprechend in die Öfen reintun, um den ganzen Bunker hier warm zu halten. Hier kommen wir weiter im Bunker. Steht Papierkorb. Es ist einfach ein bisschen, ist schon so ein bisschen spooky, ne? Und auch hier steht auch wieder Ruhe bewahren. Aber wie gesagt, das habe ich in Bunkern schon häufiger gesehen. Bevor wir mit diesem Video fortfahren und ich euch ein paar tolle Fundstücke aus diesem Bunker zeige, möchte ich euch mit ein paar Eckdaten versorgen. Dieser Bunker wurde meinen Recherchen zufolge 1941 aus Reichsmitteln erbaut. Der Bunker kam auch tatsächlich im Zweiten Weltkrieg vollumfänglich zum Einsatz und hatte ein Fassungsvermögen verschiedener Akten zufolge von ca. 1200 bis 2000 Personen. Mit einer Länge von 30 Meter und einer Breite von 35 Metern hat der Bunker eine Fläche von ca. 1000 Quadratmetern. Es gab drei Eingangsbauwerke mit dahinterliegenden Schleusen mit Gasdrucktüren. Zwei davon sind zum jetzigen Zeitpunkt zugemauert. Dieser Bunker verfügt über 77 Einzelräumen, einen Raum für den Bunkerwart, einen Sanitätsraum, Sanitäranlagen, eine Elektroeinspeisung und Verteilung, zwei Lüfteranlagen, zwei Heizungsanlagen und einen 11,76 Meter tiefen Brunnen, den ich vor Ort allerdings nicht gefunden habe. Könnt ihr das da oben sehen an der Decke? Wie so Perlen, die komplett an der Decke hängen, hinten an der Wand runter auch. Völlig irre, ich habe sowas noch nie gesehen. Ich nehme an, dass es Wasser ist, der durch den Beton dringt und dann in Tröpfchenform unten wieder rauskommt. Wahnsinn. Dementsprechend ist dieser ganze Raum natürlich enorm feucht. Hier unten steht auch noch eine kleine Bank. Und super rostige, ja, Stromversorgungskästen oder was, ich weiß es nicht genau. Und hier befinden sich dann auch nochmal diverse Gerätschaften, Sicherungen, Schalter, Kraftzähler, das ist schon ein bisschen altdeutschere Schrift. Richtige Zeitreise. Hier oben liegt sogar oder hängt eher gesagt an der Tür auch irgendein Helm noch. Ja, hier sind wir jetzt in einem Bereich, wo die Türen anscheinend aus Holz waren und die sind komplett weggefault. Aber wenn ihr auch seht, wie rostig diese Tür ist, was hier auch für eine richtig dicke Rostschicht drauf ist, dann ist klar, dass das Holz irgendwann modrig wird und dementsprechend die Türen dann auch so aussehen wie hier in diesem Fall.
Ja, Leute, jetzt kommen wir hier in den Raum. Da muss ich selber mal eben gucken, was hier los ist. Hier liegen eine ganze Menge Flaschen, Gläser und all sowas rum. Das ist Schuhe. Hier liegen Schuhe. Das sind definitiv Schuhe von früher. Da sind noch so alte Tassen. Boah, wie krass ist das denn? Hier ist noch Geschirr. Hier liegt noch ein Löffel rum. Ganz altes Bier, wenn es Bier ist. Und ein Bettgestell. Und hier kommt auch gleich die nächste. Das ist ja wie in einem Museum hier. Birkenhaarwasser. Maggi, das ist eine uralte, super kleine Maggi-Flasche. Ich schnall ja ab. Hier hätte Oma Hilde auch ihre Puschen vergessen. Völlig irre. Leute, es geht weiter. Das ist wie ein Museum hier. Jetzt gehen wir in die nächste Zelle oder den nächsten Raum. Und da stehen schon die nächsten Sachen parat. Das ist unglaublich. Guckt es euch an. Zuallererst zeige ich euch mal dieses hier. Was ist denn das? Ich dachte gerade, das wäre ein Kalender. Das ist aber kein Kalender. Ich glaube, das ist für Namenstage. Hier ist irgendwas, wo ich von ausgehe, dass das ein Aschenbecher ist. Rauters Bergtaler. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir haben hier eine ganz alte Kanne. Kleine Fläschchen da hinten. Vielleicht waren da irgendwelche Elixiere drin. Ich weiß es nicht. Eine super alte Bratpfanne. Boah. Und nochmal Schuhe. Ich weiß ja nicht, sind die Leute damals in der Nachkriegszeit, wo es vorbei ist, wo sie den Bunker verlassen haben, sind die alle barfuß hier raus? Das kann ich ja irgendwie nicht nachvollziehen, ne? Oder sie haben sich vorsorglich mal 2, 3 Paar Schuhe mitgenommen und haben halt welche hier zurückgelassen. Hier liegen auf jeden Fall noch ein paar. Ja, hier ist jetzt mal ein sehr zerfallener Raum. Von der Bank ist nicht mehr viel zu sehen. Da ist noch eine Schüssel, das könnte so eine Waschschüssel sein von früher. Und hier liegt noch ein Bett, so wie das früher war, mit Kettengespann drauf und dann diesen riesigen Federn, die dann dementsprechend die Matratze gefedert haben. Hier im nächsten Raum geht es wieder in eine Toilette. Hier ist die Tür gar nicht mehr komplett vorhanden. Und wer wird dahin? Entschuldigt. Wer wird da hinten gerne mal sein Geschäft drauf machen? So schön mit der Bildzeitung, 20 Minuten. Ja, ich nicht. Guckt mal euch dieses Ding da an. Das tropft von der Decke, sammelt sich da an. Sieht aus, als wenn wir gleich die Ghostbusters rufen müssten. Hier hängen auch. Oh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, Stalaktiten nennt man das. Die hängen hier von der Decke. Das Wasser drückt sich da auch so ein bisschen durch und tropft dann an diesen Dingern einfach runter. Hier sehen wir nochmal so Dinger. Ich glaube. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wenn ich falsch liege. Ich glaube, was vom Boden hochwächst, nennt sich Stalagmiten und was von der Decke hängt, sind Stalaktiten. Aber ich kann mich vertun. Auf jeden Fall türmen sich hier solche Dinger auf. Hier haben wir nochmal Toiletten. Das ist natürlich wirklich. Boah, das ist schon eklig.
das ist halt so, wenn viele, viele Jahrzehnte niemand hier reingeht. Hier war der alte Waschraum. Da haben die Leute sich ihre Hände gewaschen drinnen. Auch da wachsen Stalagmiten. Wie gesagt, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Oh Leute, das wird hier immer besser. Es ist wirklich wie ein Museum. Ich erzähle euch echt keinen Quatsch. Ich stehe gerade hier vor einer Bank, wo schon wieder diverse Sachen bereitgelegt wurden. Fundusse hier aus den Zellen. Wow, irre. Absolut irre. Hier haben wir so eine alte, ich glaube, so eine Seifendose ist das. Ich glaube, früher hat man da Seife reingetan. Hier ist ein Stalagmit, der aber wohl aus der Feuchtigkeit rausgeholt ist. Der ist getrocknet. Sieht irre aus, das Teil. Eine alte Nivea-Dose, Korkenzieher, Flaschen oder das könnte vielleicht sogar Parfüm sein. Besteck und Teller. Wieder Schuhe hier. Und jetzt kommt's, Leute. Eine alte Grubenleuchte. Dann geht's weiter mit diversen Zeitungen hier. Ich will die aber gar nicht anfassen. Hinterher zerlegen die sich noch in ihre Einzelteile. Das will ich nicht. Hier haben wir eine Zeitung. 25. August 1950 oder 60. Ja, ich kann es nicht genau sagen. Da ist übrigens der Deckel von der Nivea-Dose. Hier befindet sich sogar noch ein ganz alter Aufkleber auf der Bank. Sauberkeit herrscht in jeder irgendwas. Dieses soll auch der so und so, die Kabinen und... Ja, hier wurde zu Sauberkeit aufgerufen. Recht und Ordnung. Ich habe irgendwas gefunden, Leute, wo ich nicht genau weiß, was das ist. Aus Oktober. Handschriftliche Notizen drauf. Ich weiß aber nicht genau, was das ist. Und hier steht auch noch einfach ein alter Pott Margarine rum. Und hier gehen wir jetzt in einen Bereich, in eine Zelle, einen Raum, wie auch immer, der ein bisschen größer zu sein scheint. Und da oben steckt sogar noch die Glühlampe drin. Und auch in dem gegenüberliegenden Raum ist es das gleiche Spiel. Dieser Raum ist ein bisschen größer als die andere. Jetzt habe ich hier einen Raum gefunden, da stehen sogar teilweise noch Möbel drin. Zwar kaputt, aber man sieht noch was. Und auch hier stehen wieder zwei kleine Flaschen. Ja Leute, Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich werde mal gucken, ob ich noch ein bisschen nähere Infos dazu kriege, wann er gebaut ist, was er für eine Fläche hat und so weiter. Dann werde ich dir zwischendurch mal die Infos ins Video einbauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal, geht zu Patrick aka Lost Adventure auf den Kanal. Abonniert ihn bitte auch, kommentiert, liked, ihr wisst, wie es läuft. Ihr unterstützt mich damit und ich bin sehr dankbar für euren Support. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt mir gewogen, haut rein.